Family haben wir da auch noch. Auf geht's, der erste Doppelkampf. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Pokémon. Rubin Edition, genau. Und zwar sind wir hier immer noch im Blütenburgwald und es geht jetzt einfach weiter. Kein einziges zu finden? Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen. Ich liebe diese Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten machte mich ganz krank. Also bin ich hier. Lesen sollte man auch können. Hey, du Forscher von Devon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Uch, was machst du eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Magma in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpfe gegen uns. That's what she said. Eine Herausforderung von Team Magma Rüb mit einem Pfiffchen. Ja, Team Magma, das böse Team hier. Und weil wir vorher natürlich unser Wampel geheilt haben, wie man an dieser wunderbaren Geräuschkulisse hört, haben wir jetzt irgendwie schlechte Karten. Pokémon, Flamily, einmal wechseln bitte. So, das ist doch gleich schon viel besser. Glut? Ja. Nochmal Glut. Pompel erreicht Level 6. Du hast mich geleimt, du bist stark. Geleimt? Was für Leim hier bitte, ey, Alter. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Magma anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt so gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Magma auf dem Weg nach Meteoros City. Für heute lasse ich dich gehen. Huch, das war aber mehr als knapp. Hier konnte ich mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Oh, einen Superball. Der hat eine höhere Fangquote. Also, man kann damit Pokémon besser fangen als mit dem Pokéball. Hat dieser Schuft von Team Magma nicht gesagt, dass sie irgendetwas in Meteoros City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Okay, weißt du, was wir machen? Wir gehen hier kurz nochmal raus. Und rennen Richtung Pokémon Center. Einmal hier durch. Und einmal hier rüber. Und da sind wir wieder. Oh. Hallihallo. Das ging schnell, ne? Damit hat doch jetzt auch keiner gerechnet. Dankeschön. Jo. Werde ich vielleicht mal machen. Aber erstmal muss ich wieder zurückrennen. So, mit O. Einmal hier durch, einmal da durch. Und hier hoch. Und da rechts. Links und da rechts. Jo. Nee. So, da waren wir. Hier waren wir stehen geblieben und
Hier geht's rüber. Hey du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und die Kämpfe und du Kämpfe meiden willst, solltest du dich von hohem Gras fernhalten. Sag es mal dem Magmarübel. Oh, ein Chaloku. Das werden wir aber aus Kunden noch nicht ver. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Echt? Käfer sind super beliebt? Ich weiß ja nicht. Ninkada. Tackle. Bams. Ich glaube, das bringt nicht viel. Weil das ist einfach stärker. Dann werden wir mal Glut einsetzen. Und das ist schon besiegt. Ja, und nun? Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Ja, dann hast du wohl ein bisschen verkackt. Oh, ein Baumbill. Weg damit. Weg damit. Oh. Das wird hier der Tackle-Wombel-Kampf. Wir machen es aber zuerst besiegen tun wollen. Okay, da kommt nochmal ein Giftstachel, bringt ihm aber auch nichts. Und Tschüssikowski. Fast Level 7. Ein Äther. Äther in die Tasche. Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten, KP, besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte, AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss es in ein Pokémon-Center gebracht werden. Oder... Ha. Man benutzt Äther. Das nämlich eine ausgewählte Attacke, die AP wieder um 10 Punkte auffüllt. Das haben wir ja gerade im Gras gefunden. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Den haben wir aber noch nicht. Haben wir also Pech. Hallihallo. Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohen Bogen auszuspucken. Du kannst dies hier haben. Versuch es einfach mal. Wende es an einem Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. TM09. Was ist das? Ein Hinweis noch. Eine TM, eine technische Maschine, kann nur einmal beigebracht werden. Einmal verwendet, ist sie weg. Denke zweimal nach, bevor du eine TM nutzt. Erstmal ein paar Beeren pflücken. Und nochmal. So. Gibt's hier sonst noch was? Ein Schild. Tipps für Trainer. In der hohen Region gibt es Paare von Trainern, die andere in einem 2 gegen 2 Pokémon-Kampf einen Doppelkampf herausfordern. In einem Doppelkampf muss der Trainer 2 Pokémon antreten lassen. Das Pokémon links neben der Liste und das an der Spitze der Liste darf also auf die Reihenfolge der Pokémon. Ja. Das ist übrigens neu hier seit Rubin und auch Saphir, was ja das Pendant dazu ist. Blütentraum, Blumenladen. Ist ja was? Ja, aber erstmal da reingehen. Hallo, dies ist der Blütentraum Blumenladen. Verwandelt die Welt in ein Blumenladen. Blumenmeer. Wie heißt du? Basti, das ist aber ein hübscher Nein, das ist nicht. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Ja. Beeren wachsen an Bäumen. Wow, die nur in
dunklem Lehmboden gedeihen. Wenn du Beeren pflückst, pflanze immer neue in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen. Dann mit einer wunderhübschen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich will die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Basti. Pflanze Beeren und bring so Blüten in die Welt. Okay. Hallo. Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gerne, das weiß ich genau. Das ist für dich. Eine Weilmarkanne. Nachdem du die Beeren eingepflanzt hast, musst du sie mit der Weilmarkanne wässern. Oh, und noch etwas. Wenn die Beeren nicht gepflückt werden, fallen sie zu Boden, aber sie werden wieder nachwachsen. Ist das nicht unglaublich? Es ist, als hätten sie den Willen zu leben. Ja, vor allem in der Weimarkanne ist unendlich Wasser. Wir müssen nicht nach Wasser suchen. Das ist sehr praktisch. Das generiert sich auch selbst. Ich versuche es so zu sein wie meine große Schwester. Ich züchte auch Blumen. Hier, das ist für dich. Böse Beere. Du kannst eine Beere pflanzen und sie wachsen lassen, oder du gibst sie einem Pokémon zum Tragen. Und neuerdings gibt es eine Maschine, mit der kann man die verschiedenen Beeren mixen und Süßigkeiten für die Pokémon daraus machen. Ich möchte auch Süßigkeiten haben. Oh, und ich möchte eine Kasse haben. Samt Geld, aber ich kann sie leider nicht klauen. No. So. Item. Aber erstmal das Pokémon hier besuchen. Na gut, Zickzacks. Tackle. Komm, das schaffst du, Zickzacks, Bumble. Komm. Falsch, da. Das dauert mir einfach zu lange. Glut. Und tschüss. Level 7. Flammy erhält 17 und nix. Hey, Bumble entwickelt sich. Und jetzt werden wir auch erfahren, wer hätte recht, wenn jemand überhaupt da was hingeschrieben hat. Ich weiß es ja nicht. Im letzten Part. Der Gewinner ist... Glückwunsch, denn Bumble wurde zu Schaloku und deshalb haben wir es gerade in der ordentlichen Blütenburgwald gefangen. Er lernt Härten. Weil Bumble kann sich zu zwei Pokémon entwickeln. Einmal Schaloku und dann nochmal zu Panekon. Es ist rein zufällig, zu welchem Pokémon es wird. Es wird also entweder zu Schaloku oder zu Panekon. So. Flucht unmöglich. Ich will doch hier nur abhauen. Ja, weil es schneller ist, da ist immer die Chance ein bisschen schwieriger. Jetzt hör auf. Das Ding greift doch nicht mal an. Danke. Geht doch. Trainer, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Okay. Eine Herausforderung von Lady Patricia. Mit einem Zickzacks. Komm. Ach, Schaloku, du bist... Warum gehe ich eigentlich immer zu diesem Beutel? Flammly. So, Blut. Und nochmal Blut. Besiegt.
Oh, meine Güte. 1400 Poké-Dollar. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Blöde Frage. Wir kämpfen doch alle. Eine Herausforderung von Göre Elisa mit einem Lotoze. Shaloku kommt da einfach nicht ran. Müsste natürlich hier immer mal wieder wechseln, weil die sind natürlich noch schwächer. Lotoze ist ein Wasserpflanze-Pokémon. Natürlich auch nicht so gut. Durch Wasserattacken halt, ne? Die sehr effektiv gegenüber Flamly sind. Aber komm, gut. Ist nur normal, weil das ist sehr effektiv und nicht so effektiv. Das gleicht sich natürlich hier wieder aus. Flamly erreicht Level 12. Knilz. Das macht jetzt alles Flamly hier, komm. Tschüssikowski. Ist noch nicht mal besiegt, ey. Da ist noch ein Mii übrig. Da, Kratzer. Tschüss. So viel hat der Absorber nun auch nicht dazu gebracht. Spieler besiegte Göre Elisa. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Hast du aber. Du hast verkackt, Pokémon. Nö, da kommen wir auch nicht rein. Okay. Flamly haben wir da auch noch. Auf geht's, der erste Doppelkampf. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Eine Herausforderung von Zwillinge Gina und Mia und die nehmen Lotuzel und Samurzel und Furzurzel und Knurnurzel. So, Samurzel sollte als erstes besiegt sein. Lotuzel dauert noch ein bisschen. Fixax erreicht 5 und erlernt Rutenschlag. Bei Attacken ist es so, dass manche beide Pokémon treffen können und manche halt nur auf einem wirken. Das ist so, manche können auch das eigene Pokémon treffen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. So, der Turzel ist noch nicht besiegt. Aber das sollte sich ja jetzt erledigt haben. Zwillinge Gina und Mia besiegt. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Die eine redet hier mal gar nicht. Du bist stark, wir müssen noch mehr trainieren. Doch mehr trainieren. Wir müssen trainieren. Route 104. Oben, Metaross City. Oho, Pfützen. Ja. Yeah. Ja. Willst du auch kämpfen? Wenn du Beeren siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig. Aber pflanze eine neue Beere an der Stelle. Das ist einfache Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Gib mir alle Beeren, ey. Ich pflücke keine neue. Du siehst aus wie ein Trainer. Du bist auch einer, stimmt's? Trainer geben ihren Pokémon manchmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren pflanzt oder verwendest. Natürlich liegt's an mir, und du? Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen?
Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht. Du hast voll die Wasser-Poké... Ja, drei Stück. Okay. Ein Carpador, Level 6. Tackle. Wow. Oh. Das war stark. Fast besiegt. Nochmal. Hui, das ging daneben. Eieiei, Carpador ist schneller, das ist schlecht, ne? Gut, Zigzags, du hast Carpador besiegt, wow. Ding, Level 6. Noch ein Carpador. Uhu, ein Platscher. Und noch ein Platscher. Und noch ganz viel mehr Platscher. Also ich glaube, diese Carpadors können hier nichts. Carpador Platscher Action. Besiegt. Und noch ein Carpador. Ich mag Carpador. Die sind so schön. Später mal, wenn sie sich entwickeln. Aber dazu will ich jetzt nichts sagen. Vielleicht treffen wir noch auf die Entwicklung von Carpador. So, besiegt. Ja, und nun? Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber ach Mist. Naja, Carpador, Carpador, Carpador. Okay. Beim nächsten Mal geht's dann Richtung Metaross City weiter. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt Carpador einen Daumen nach oben. Eventuell auch dem Video. Und für mehr könnt ihr auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein Carpador mehr. Oder auch kein Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.